Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, The Remake. So, wir haben das letzte Teilchen hier gefunden. Das heißt, wir können uns die Schlüsselkarte holen, nachdem wir das nette Rätsel hier lösen. So, wollen wir mal kicken. Zack, zack. Zack. Oh, ups. Nee. Zack. 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 Hier passt doch jemand nicht. Passt doch. Nice. Die Schlüsselkarte. Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Haben wir das? Oh, irgendwas passiert. Ladevorgang. Spiel abgestürzt. Nein, Spaß. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre, sie Miss Kay, wenn sie ihr wehtun. Göre. Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Spielen wir jetzt Sherry irgendwo muss Birkin? es rausgehen. Das ist ja krass. Wir spielen Sherry Birkin. Chief Irons entkommen. Okay, ist ein Rätsel. Brauche ich auch irgendwas für? Was ist das? Was ist das für ein hässliches Ding? Schmutzige Puppe. Ihhh, bist du hässlich. Oh. Da haben wir doch den Block für das Rätsel benutzen. So, wir brauchen Stern und Dreieck. Dreieck und Stern haben wir schon mal. Dreieck und nee. Kreis. Dreieck und passt nicht. Fuck. Doch irgendwas mit einem Stern und einem Dreieck? Was mit Stern und Dreieck? Zack. Kreis und nein. Kreis und Viereck brauche ich. Was vorne oder hinten? Fertig machen oder muss das überall gleich sein? Oh, ich blick schon, ich hasse sowas. Ist noch eins. Den hat man schon, ne? Was mit dem Kreis? Das ist nichts mit dem Kreis. Da ist ein Kreis, aber ein Stern. Ich hasse solche Rätsel, habe ich schon mal gesagt.
das nur vorne verwalten müsste, wird's. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber es ist nicht die Rätselslösung. War eigentlich gar nicht so geplant. Ist ja cool. So. Wupp. Hätte man ja auch nicht so abreißen können. Was ist das hier? Aus wie ein Arztzimmer. Ach, von da aus hat er uns beobachtet. Der Vollidiot. Kommen wir nicht durch. Sallys Tagebuch, 4. Januar. Ich liebe Mittwoch. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meinen alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Ach, Chief Irons. Oh. Es geht aufwärts. Don't run. Na, hatte ich jetzt auch nicht wirklich vor. Oh, ups. Du solltest da durchklettern, du kleine Göre. Mensch. Sherry. So wird das nix. Hier sieht es jetzt nicht sehr einladend aus, muss ich sagen. Okay, ja, da kann man nicht weiter. Ein sehr nettes Waisenhaus. Gibt schlimmere Orte, an denen man sein könnte, oder? Ich meine, das ist ja jetzt hier. Das muss die Tür hier raus sein. Schnell, 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 schnell. Ah, toll. Mist, ich brauche einen Schlüssel. Ja, super. Wir wissen ja wahrscheinlich, wer den hat. Toms Tagebuch. 5. Februar. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von dem schwarzen Mann gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihm. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin für Horror- und Romanen. 13. Februar. Hier stimmt was nicht, und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteht mich nicht falsch, ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie... Ich werde adoptiert, ja ich, die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt, aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab.
Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich um ihn. Sie sagten, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Ja, ja, bald wieder gesund. Mhm. Wer es glaubt, wird selig. Hier wird keiner wieder gesund. Die Umbrella benutzt also kleine Kinder, um ihre Experimente zu machen. Ist toll, was so ein Pharmakonzern alles vollbringt. Oh nein, er ist das. Ja, dann pst. Speichern erstmal. Tagebuch. Wenn du das liest, ruf der Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Oh Gott. Oh. Da ist die 22-Jährige, die er beschrieben hat in seinem Jagdtrophäen-Scheiß. Nee, ich kann euch da später auch noch eine Geschichte zu erzählen. Da so ein paar Hintergrundinformationen, wer sie ist. Na toll. Wo willst du hin, Sherry? Du solltest doch da bleiben. Ja, sollte ich. Du musst lernen zuzuhören. Lassen Sie mich! Nur bitte! Muss dir Manieren beibringen. Bring dir welche bei, du Arschloch! Ja. Dafür wirst du bezahlen. Werde ich das? Kleine Kröte! Lauf, Sherry! Du noch bereuen, schnell, Sherry, Sherry, lauf! Schrei doch nicht so, sag ihm doch nicht, wo du bist! Hilfe! Irgendjemand, bitte! Ja, Claire kommt bestimmt gleich. Du dummes Miststück, das ist eine Sackgasse! Muss mich verstecken, muss mich verstecken, muss mich verstecken! Hier ist irgendwo so ein... Das schließt er jetzt bestimmt ab. Ah, nein, scheiße. Das war's jetzt aber. Die Tür ist zu. Wo bist du? Zeig dich. Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss... desto schlimmer wird's für dich. Meinst du? Ah, wie ich sowas hasse. Steckspielen. Das ist nur ein kleines Mädchen. Oha. Hat er jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Psst. Sherry, leise. Zurück, Scheiße. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Hat er jetzt? Ist er gestolpert? Ich seh dich! Na scheiße, nein! Verdammt! Leute! Sie sind in der Falle. Ach, shit. Fuck.
Scheiße! Na gut, müssen wir es nochmal machen. Ich sag ja, ich hasse sowas. Das war's jetzt aber! Die Tür ist zu! Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Meinst du? Ich glaube auch. Ist trotzdem irgendwo so ein Mr. Raccoon. Ups. Tut sie euch jedes Mal gleich weh. Spacken. Ich seh dich. Nein, nicht schon wieder. Alter, ich hasse sowas. Leute, das ist schlimmer als jeder Horror. Es nützt sich, um sie zu verstecken, ja. Ich komme auch noch nirgendwo anders hin. Ich kann ja nur hier bleiben. Da steht ja noch was im Weg. Ich weiß, ich bin doof. Aber ich kann das sagen. Das war's jetzt aber. Ja, es war's jetzt aber. Zu. Ja, ja, komm, halt die Klappe. Entschuldigung. Wo bist du? Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Wir müssen uns merken, er guckt dann da um die Ecke. Am besten bleiben wir so hier so. Das kleine Miststück muss hier irgendwo sein. Wir könnten natürlich auch schnell da irgendwo hingehen, aber da käme ich gar nicht aus gerade. Da jetzt hin. Scheiß Dreck. Nicht mehr. Nicht mehr. Psst, Cherry, psst. Das ist deine letzte Chance, verdammt. Zeig dich. Sofort. Was ist er jetzt? Oh, Scheiße. Das brennt. Oh, er geht weg. Ah, ist der doof. Der ist den Schlüssel hängen. Wir müssen schnell den Schlüssel holen. Leute, wir müssen schnell den Schlüssel holen. Ganz fix, fix. Schnell, 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 schnell. Mir scheißegal, was du siehst. Lauf, Sherry, lauf! Schneller, Sherry, schneller! Komm, 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 komm! Ja, dann lauf doch schneller! Raus jetzt hier! Euer Ernst! Ich flipp aus. Los, mach die Tür zu. Schließ ab, schließ ab, schließ ab. Oh,
Gott sei Dank. Kommt mit einer Axt da durch, der Engel das aus. Hilfe! Jetzt mal die Tür zu. Auch abschließen. Warum schließt sie die denn jetzt nicht ab? Oh nein. Wir sind tot. Das Spiel ist aus. Oh nein, scheiße. Fuck. Minuten zuvor. Schön, dich wiederzusehen, Claire. Ah. Wir haben noch eine Rechnung offen. Haben wir das? Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit. Bring mir den Anhänger oder Sherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Nein. Na schön. Wo sind sie? Nicht. Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwöre Sie, Miss Kell, wenn Sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Anscheinend. Verdammt! Ja, wenigstens haben die Dingskarte jetzt hier. Warte nur, Arsch! Loch. Steckspiel. Schließe Sherrys Segment ab. So, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Break. Es geht nachher weiter. Ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, euer Hunter. Ciao, ciao.